Moinsen! Ich habe die letzten Tage ein bisschen rumgefummelt und was ausprobiert, denn ich hatte das Glück, dass mir was Schönes zugeschickt wurde und darüber möchte ich heute mit euch mal sprechen. Und zwar habe ich hier die wunderschöne Moser R5 Wheelbase Direct Drive. Sehr einsteigerfreundlich. Dazu gab es noch das passende Lenkrad. Und, was haben wir hier? Da kamen auch noch die Pedale dazu. Und mehr wirst du nach dem Intro erfahren. Also, ich würde euch gerne mal einen kleinen Eindruck geben in dieses wunderschöne Set oder Slash Bundle, was mir zugeschickt wurde. Denn das habe ich die letzten Tage mal ein bisschen penetriert und ausprobiert. Und zwar nicht in meinem Rig, nee, an meinem Schreibtisch. Und ich muss wirklich sagen, Schreibtisch-Gaming bzw. Schreibtisch-Fahren hat sich sehr verändert. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Erstmal möchte ich kurz einen kleinen Disclaimer loswerden. Das Video wird ein bisschen länger, weil ich euch nichts vorenthalten möchte. Und dazu gehört auch Testfahren, Feedback als auch Unboxing. Zum Unboxing: Vergangenheits-Dizzy hat dieses ganze Bundle schon mal ausgepackt und sehr ausführlich unter die Lupe genommen. Und dafür würde ich dich jetzt gerne zu Vergangenheits-Dizzy schicken, der dir mal zeigt, was alles in den Paketen drin ist. Also viel Spaß! Moinsen! Machen wir mal auf die Bude hier. Also hier steht schon mal Light Clutch drauf. Was haben wir denn hier? Oh, ich habe hier noch das Brake Pedal Performance Kit. Ich muss das ja ein bisschen zelebrieren. Twitch Prime. It's not a crime. Oh, du. Ah. Oh, Vorsicht, Mozi, Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Och, hier sind Aufkleber drin? Geil, Alter, für mein MacBook. Nice, dann kann ich mir noch meine. Oh! Dann kann ich mir noch Aufkleber an meinem MacBook ranballern. Yay! Aber da sehe ich mich sowas von. Ach, danke, Moser, für die Aufkleber für mein MacBook. So. Was haben wir denn hier? User Manual? R5 Racing Simulator. User Manual. So, hier ist so, die sind die üblichen Sachen sind hier so erklärt, die man so kennt. Oh, das ist alles tippitoppi. Ah ja, hier steht auch Quick Introductions für Quick Release. Das werden wir uns auch gleich alles mal angucken. Können wir die Aufkleber bitte sehen? Oh ja, natürlich, absolut. Ich klebe nämlich gerade mein MacBook voll mit Aufklebern auf meiner Hülle. Ich möchte jetzt nämlich irgendwann in Starbucks gehen und mein nächstes Startup-Unternehmen gründen. Was haben wir denn hier? Oh! Oh, das ist dezent. Das ist wirklich dezent. Ho! Also wenn ich mir mal. Natürlich muss man. Kann man das jetzt nicht vergleichen? Ja, also von Fanatec, von der DD als auch der Simocube DD sind die Dinger ein bisschen bulliger. Das ist ja hier schon eher süß. Das sieht aus wie so ein Laptop-Netzteil, wenn es nicht von Apple ist. Schön, finde ich gut. Okay. Gucken wir mal weiter. Oh, das finde ich schön. Das finde ich toll, Moser. Ihr habt das Wheel, habt ihr eingepackt. Das mag ich.
in einem Beutel. Das macht dann so ein bisschen einen wertigeren Eindruck. Alle. Also jetzt mal ohne Scheiß. Am Anfang, als ich das auf dem Bild gesehen habe. Das ist sexy. Also ist jetzt nicht. Also ich will jetzt nicht sagen, irgendwas Weltbewegendes, aber ist auch nicht zu laut, nicht zu leise. Finde ich gut. Die Knöpfe. Ja, gut, die Knöpfe sind die Knöpfe. Ne? Das ist wie so ein Controller-Knopf. Ist okay. Man hat noch einen extra Radio-Knopf. Hier kann man. Sind keine Rotaries, sondern nö. Sind einfache. Fühlt sich gut an. Durchmesser ist ein bisschen klein. Für mich. Ich fahre aber sehr große Lenkräder immer. Also vom Durchmesser. Ich fahre ja weit über 30. Aber ist okay für den Anfang. Ist Kunstleder. Schön griffig. Ist weich, finde ich auch schön. Also ist nicht irgendwie so brecherhart, sondern ist auch noch irgendwas unten drunter. Hände liegen gut drin. Mag ich, finde ich schön. Müssen wir uns gleich mal den Quick Release ansehen dazu. Aber wir legen das mal beiseite und dann gucken wir mal weiter, was hier noch so drin ist in dem Bollermann. So, was haben wir denn hier? Das ist ein Wandstecker. Hier ist die Tischklemme drin, wenn ich das richtig sehe. Yes. Mozi, du liegst echt ungünstig. Alter, ey Leute, ohne Scheiß. Ich dachte so, hä, ist hier überhaupt eine Wheelbase drin? Aber das ist die Wheelbase. Das ist die Wheelbase. So, und dann sind hier noch Pedale. Die ganze Kabellage ist hier noch mit drin. Ah, sehr schön. Menschen haben mitgedacht. Hier sind Schrauben drin, Schraubenschlüssel. Aber das können wir jetzt erstmal gekonnt ignorieren. Dann ist hier noch irgendwie so ein Puffermaterial und ein RJ-Stecker für wahrscheinlich die Pedale an das Lenkrad dran. So. Mozi, du liegst da jetzt so ungünstig, dass ich das nicht mal auf den Tisch stellen kann. Okay, also Pedale. Sage ich gleich mal vorweg. Sieht nicht aus wie so ein. Wie so eine Mickey-Maus-Dinger. Sag mal so, wenn man jetzt die von der Konkurrenz auspackt, die man sich so am Anfang holt, sieht das hier auf jeden Fall nicht aus wie so. Mickey-Maus-Pedale. So, schauen wir mal. Also, was haben wir denn hier? Modifizierbar, wir können das hier durch Schienen durchschieben. Das ist ziemlich simpel gehalten. Oben abschrauben, verschieben. Was ich sehr schön finde auf dem ersten Eindruck, ist, dass wir hier unten Gummifüße dran haben. Das finde ich gut. Hier. Das scheint wohl die Klatsch zu sein. Warte mal, wir müssen mal kurz gucken. Wir haben hier noch ein Brake Pedal Performance Kit. Und das hier ist nochmal ein Klatsch Pedal. Das heißt, das wird wahrscheinlich, nehme ich an, eins dieser Pedale sein. Was wir denn nochmal extra zusammentüdern müssen. Aber das sollte ja kein Problem sein. Also so ist es erstmal wirklich griffig, also man kann es jetzt nicht einfach so durch die Gegend schieben, was schon mal sehr schön ist. Mounting-Löcher haben wir auch für die Plates, falls wir das ans Rig anbauen wollen. Hier an der Seite ist nochmal ein Schutz. So, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal reindrücken hier. Das ist sehr leicht. Das ist ein bisschen schwerer. Also nehme ich an, dass das hier schon die Bremse sein wird. Wir können aber den Bremsweg und den Gasweg verkürzen. Was ich schön finde persönlich, also jetzt schon mal im ersten Eindruck, dass sie ein bisschen nach hinten liegen. Also sieht man ja.
Weil die meisten Pedale sind leider Gottes mittlerweile immer so steil und das gefällt mir persönlich nicht. Aber das ist ja auch Präferenz, ne? Persönliche Präferenz. Was auch sehr schön ist, dass das hier ist Metall. Was nicht so schön ist auf dem ersten Eindruck, das ist sehr rutschig. Das ist sehr, sehr rutschig. Aber man könnte, wenn man wollen würde, hier vorne die Schrauben abmachen und das wechseln. Ist trotzdem, finde ich persönlich, von Haus aus nicht rau genug. Das könnte ein bisschen rauer sein für einen Schuh. Also die Oberfläche. Aber das sind Kleinigkeiten. Das sind wirklich Kleinigkeiten. So, ich lege das mal auf den Boden. Ich mache mal so einen Testtritt. Also es rutscht gar nichts. Es ist sehr leicht. Ich würde es jetzt mal vergleichen mit, falls ihr die meisten schon mal die Möglichkeit habt, von Logitech in die Pedale zu treten. Ist so Bremse. Bremse, Kupplung. Nee, Kupplung, Gasfeeling so. Sehr, sehr simpel. Aber gut modifizierbar. Rutscht nicht. Hat gut Grip. Dann gucken wir uns mal die Wheelbase an. Wheelbase, auch verpackt. Finde ich schön. Tippitoppi. Damit hier nichts verkratzt und so, das finde ich sehr, sehr gut. Kommt im Büdel. Ui, das ist aber auch Süßi. Ist auch ein Süßi. Aha, ich sehe hier etwas. Aha. Es ist wohl auch möglich. Mose hat ja ein Hub, also man könnte sich ja auch einen Hub extra holen. Aber man kann hier auch schon von Haus aus das Mose Dash anschließen. Es ist gutes Gewicht drauf. Es ist alles Metall. Hier ist nichts Plastik drin. Was ich schön finde ist, Mounting ist von unten. Wie man das halt kennt. Ne? Aber auch hier oben für das Dash. Also falls man in dem Ökosystem sein möchte, kann man sich das hier oben gleich mit draufschrauben. So, und was mich jetzt nur wirklich wahnsinnig brennend interessiert, ist der Quick Release. Okay, ich nehme mal 8. Oh, schön. Schön. Mose hat seinen Connector direkt hier vorne drauf. Ah ja. Da bin ich ja mal gespannt. Wir öffnen das mal. So, das ist Mose. Gibt es hier irgendwie einen Indikator dafür, wie der Hase hier läuft? Da werden wir nochmal in die Bedienungsanleitung schauen. Align all 6 balls on the wheel. 6 grooves on the wheel base. Press the wheel. Ah, jetzt ist er richtig. Jetzt, aha. Und dann kann ich das wieder runter machen. Und dann bleibt er wieder in place. Okay. Ah, in der Theorie muss das Mose auf dem Mose stehen. Ah ja, okay, cool. Gucken wir noch mal in die Tischhalterung rein, wie die aussieht. Die ist interessant, okay. Oh, das passt aber auch original unter meinen Tisch, du. So, geht das? Ich habe keine Ahnung, ob mein Schreibtisch das überlebt. Ne? Der Boy wurde vom Tischler gemacht. Wir vertrauen ihm. Wir vertrauen unserem Tischler. Ah, oh, Mosa! 5 Hertz, ey. Das heißt, das kommt hier noch drunter. So, warte mal. Wir bauen das so ran. Das heißt, das muss jetzt so dran. Copy. Handfest natürlich. Oh ja, so ein Bollermann mittlerweile an den Tisch ranmachen ist schon wild. Also so wirklich vom... Also Mosa, Chapeau. Das hält bombenfest, Alter. Und ich wende gerade schon gut Kraft auf. Okay, hier ist natürlich jetzt ein bisschen Spiel dran, logischerweise, weil das Lenkrad verlängert das ja, aber so kann man fahren.
Ich nehme mal an, hier wird es ein eine Anleitung für geben. Ja, hast du gedacht? Ist aber nicht so. Gibt keine Anleitung. Gibt drei kleine Bilder. Ui. Oh, doch. Da gehen wir schon in eine... Da gehen wir schon in eine etwas sportliche Richtung rein. So, dann bauen wir mal an der Pedale rum. Dazu müssen wir hier Schrauben lösen. So, wo machen wir das denn jetzt hin hier, die Bremse? Das macht erstmal einen ziemlich schmalen Fuß. So, wir brauchen drei Löcher für die Klatsch. So, jetzt müssen wir ja in der Theorie, soll ja das hier, das Performance-Kit, hier eingehängt werden. Und dann soll das hier drunter, korrekt? Ja, ja, so ist richtig. Okay, ja. Wir müssen erst die Nupsel auf die eine... Okay, das war ein bisschen verwirrend für mich. Ja, ja, also erst die Plastiknupseln oder Gumminupseln und dann... Ja, jetzt haben wir es. Guck. Schön, so ist gut. Alles klar. So, handfest. Und dann tüdern wir den Salat mal wieder zusammen. So, Feder hier hin. Counterpart. Der muss hier hin, damit die Feder passt. Gummi. Auflage. Und dann müssen wir den jetzt hier komprimieren und reinstecken. So, Feder ist eingerastet. Gummi ist drinne. Ja, moin, Alter. Das ist, ja, doch. Das ist schon gut stärker als vorher. Das ist gut. So. Dann bauen wir jetzt nochmal die Klatsch an. Das war ein ganz schöner Brummer. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass ich so lange so viele Sachen auspacke. Und die Installation vom Programm war leider genauso wieder, und das ist das Einzige, was ich negativ bemängeln kann an diesem Set. Es gibt leider Gottes beim Installieren der Software von Moser ein Problem, dass es am Anfang auf Asiatisches. Ich weiß leider nicht, in welcher Form die Schriftzeichen welche Sprache ist. Deswegen sage ich jetzt mal asiatischer Raum. Ich habe mir da jetzt mal ein bisschen Feedback eingeholt von meiner Community, denn einige Menschen fahren auch Moser-Sets und die meinten zu mir, es wäre wohl erst in der aktuellsten Version so, dass dieses Problem auftritt. Also nehme ich mal an, dass das in den kommenden Versionen wieder gefixt wird, dass man am Anfang weiß, was man dort nun bestätigt oder eingibt, weil wir wollen ja nur alle nicht unsere ersten Kinder verkaufen oder was auch immer Wertvolles ihr zu Hause habt. Des Weiteren würde ich dir gerne mal einen Fahrtest zeigen vom Tisch, denn das war wirklich geil und es fehlte nicht so viel zu den eigentlichen Zeiten, die man da drüben fährt. Also guck dir doch mal den Fahrtest an. Viel Spaß! Oh Mann, Chat, das wird jetzt am Schreibtisch, Alter. Das wird richtig gut, Mann. Da freue ich mich drauf. Oh, lol. Oh Gott. Kann ich mal einen Flasher betätigen hier? Shit, sorry! Sorry, mein Stuhl hat sich bewegt! Warum machst du sowas? Es tut mir leid! Es tut mir so leid, mein Stuhl hat sich bewegt! Nein! Einfach den Benz getötet! Ja, ich hab den richtig getötet, Mann! Es tut mir so wahnsinnig leid! Alter, mein Stuhl hat sich genau beim Bremsen bewegt!
Oh nein! I'm so sorry! Nein, ich hab den Cut reingefahren. Oh, hier wird geschoben. LOL. Wo bist du eigentlich? Naja, jetzt ein Stück weiter hinten. Hat's geknallt? Ja. Hey, für diejenigen, ich grüße dich übrigens. Hallo. Etwas Ralf noch rauskatapultiert, weil das Auto nicht mehr lenkt. Einen recht schönen guten Morgen, meine lieben Zwergenfreunde aus nah und fern. Zipfel auf. Hey, Dr. Jan, danke schön für 20 Monate. Willkommen zurück. Na klar. Robin, verpiss dich. Ist mir egal, wie du das machst. Hau einfach ab. Scheiße, ich hab schon zwei Cuts, Alter. Dein Lied. Scheiße. Das Auto lenkt nicht. Ambulanz, ich komme von hinten. Abschließend würde ich dir sehr gerne noch ein bisschen das ganze Bundle mal zusammenfassen. Denn es gibt so ein, zwei Dinge, die ich persönlich sehr hart feiere, die mich dazu gebracht haben, zu entscheiden, dass am Schreibtisch fahren mittlerweile wirklich eine valide Option ist für den Anfang. Und zwar folgendes. Ich habe immer so Bedenken gehabt bei den Pedalen. Und ich habe auch immer gesagt, vielleicht wäre es ganz gut mal, sich unten ein Holzgestell zu bauen, dass die Pedalen nicht rutschen, etc. pp. Aber Moser, die alten 5-Heads, die haben es echt gut hingekriegt. Und zwar hat Moser nämlich bei den Pedalen unten, wenn ihr jetzt mal hier runter guckt,
Hier oben ist noch ein Streifen dran, der andere ist mir leider abhanden gekommen, weil ich das Moser-Set schon woanders hingebaut habe und der war dann komplett kapitsch. Hier ist nun also ein Klebestreifen dran und der ist auf den Höhen der Gummifüße. Und ich habe meine Bremse auf meine Matte gepackt, die für meinen Stuhl ist. Und das hat wirklich sehr, sehr gut gehalten. Trotz alledem, dass ich hinten das Brake Performance Kit drin habe und die wirklich sehr hart eingestellt war oder beziehungsweise ist, hat sich die Bremse wirklich nicht bewegt. Es war super verwirrend für mich, dass die Dinger von Haus aus einfach auf den Boden pappen. Es wäre ratsam, was drunter zu legen. Also wie gesagt, ich habe eine Fußmatte unten drunter, damit ihr das nicht direkt irgendwie auf euer Parkett oder Fliesen pappt. Ich meine, ist auch eine Option, aber muss man ja nicht machen, um das zu schonen. Es hat mich aber überhaupt nicht enttäuscht. Wirklich nicht. Das Einzige, was sich bewegt hat, war mein Stuhl. Und ich habe auch zwischendurch mal auf den Küchenstuhl gewechselt. Hier, Vergangenheits-Dizzy. Let's go, Küchenstuhl. Selbst der Küchenstuhl ist nachher gerutscht, weil die Bremse war wirklich, oder was heißt die Bremse? Die ganzen Pedalen auf dem Boden waren wirklich fest. Ich habe jetzt aber dank Lieutenant Bär, schöne Grüße gehen raus an dich, der hat mir nämlich einen Tipp gegeben. Es gibt für den Sitz solche Gummifüße, die man unten drunter machen kann und da stellt man die einfach rein. Und das sind diese wunderschönen Dinger hier. Da kannst du einfach deine Rollen reinpacken. Na, da kannst du deine Rollen reinpacken, das ist gummiert und dann kriegst du für jede Rolle kriegst du hier so eine Dinger und die kannst du dann da ranpappen. Und das funktioniert unfassbar gut. Es bewegt sich gar nichts mehr. Das Einzige, was ich euch an der Stelle mitgeben möchte, markiert euch irgendwie mit Tesafilm oder mit Gaffertape auf dem Boden die Position, an der euer Stuhl vorher gestanden hat und dann ist auch die gleiche Sitzposition nicht mehr ein Problem. Weil man möchte ja so gut wie es geht immer ident sitzen. Das hast du ja an einem Rig, hast du ja die Möglichkeit mit der Sitzschiene vor und zurück zu fahren, aber du sitzt halt größtenteils in derselben Position. Und das ist wirklich gut und es ist super valide. Ich hätte beim besten Willen nicht gedacht, dass das so geil ist. Was ich auch wirklich sehr, sehr schön finde am Moser Bundle, ist, dass alles dabei ist. Also selbst wenn du das hier irgendwann mal an deinen Rig schrauben möchtest, bekommst du alles, um das ans Rig anzubauen. Die ganzen Löcher sind vorgebohrt, du musst jetzt nicht alle nehmen, aber in den Pedalen sind hinten und vorne welche drinne. Für die vorderen muss man leider die Platte oben abbauen, aber das ist auch gar nicht so schwierig. Da sind hier oben ein paar Schrauben drin, die machst du lose und dann kannst du das anschrauben und das ist gar kein Problem. Das Einzige, was ich ein bisschen bei den Pedalen bemängeln möchte, ist, dass die Füße oder, naja, die Fußablagen beziehungsweise die Köpfe der Pedale sehr rutschig sind. Die sind wirklich sehr, sehr glatt. Mit Socken, ja, rutscht man schon ein bisschen rüber, aber ist okay, ne? Also, das sind jetzt nicht die weltbesten Pedalen, aber sie tun ihren Zweck. Das hier, wie gesagt, könnte man ein bisschen angenehmer gestalten. Vielleicht kommt da in Zukunft noch was diesbezüglich. Man kann sie aber auch abschrauben und einfach wechseln. Ne? Hier oben sind zwei Schrauben drin, kannst du aufschrauben, packst du was anderes drauf, wenn du Bock drauf hast. Eine Sache habe ich auch noch, die Hackenablage. Ich bin halt so ein kleiner Sensibelchen. Die ist auch sehr, sehr glatt und auch doch ein bisschen härter. Da könnte man sich aber auch was Kleines basteln, aus ein bisschen Vlies oder was auch immer du zu Hause am Material hast. Pappst das hier oben drüber und dann ist das Ganze wieder angenehm gestaltet. Zur Wheelbase. Total tolles Gerät. Also Force Feedback technisch, habe jetzt ein bisschen rumexperimentiert und meine Settings ausprobiert. Wirklich schön. Grundsolide. Ist jetzt natürlich, wenn man eine Simo Cube hat, doch sehr dünn. Also von der Kraft her. Aber man kann wirklich alles merken. Du merkst die Straße, du merkst die Curbs,
du merkst Unebenheiten, du merkst, wenn das Auto rutscht. Du hast wirklich alles drin. Es ist nur nicht sehr kräftig. Aber ansonsten ist das wirklich ein unglaublich schönes Force-Feedback, was du hiermit generieren kannst. Was ich auch total toll finde, ist, dass sie Mounts eingeführt haben. Also hier sind Löcher vorgeboren, dass du zum Beispiel ein Dashboard oben anbauen kannst. Finde ich auch toll. Unten sind Löcher drin zum Mounten. Finde ich auch total klasse. Die Schrauben dazu liegen auch mit bei. Du könntest dir hier hinten auch gleich deine Pedals noch mit anschließen oder auch gleichzeitig dein Dashboard. Da haben sie auch schon dran gedacht. Also es ist natürlich auch ein bisschen so ein Ökosystem bei Moser, logischerweise, wo alles ineinander greift. Und dazu gehört auch das Wheel. Das Wheel hat einen sehr schönen Quick-Release, also der auch sehr gut hält. Du musst bloß, Moment, ich muss hier nochmal gucken. Du musst bloß das Lenkrad draufdrücken, dann musst du es ein bisschen bewegen, dass du die richtige Lochung findest. Moment, das ist gar nicht, aha. Und jetzt hat sich das eingerastet und dann ist das drin. Und das hält wunderbar. Also es ist wirklich Weltklasse. Du kannst es auch einfach, oh, Moment, hochziehen und dann kannst du es, na, jetzt aber, Vorführeffekt. Du kannst den Pümpel, okay. Du kannst den Pümpel einfach hochziehen und dann kannst du das Lenkrad abnehmen. Ich habe es nicht ganz richtig hochgezogen. Hier drinnen sind Kugeln, ne? Also hier oben sind Kugeln drauf und die rasten dann an der Wheelbase ein. Das ist ja ein gängiges Prinzip. Und das hält tadellos. Lenkrad? Naja. Es ist ein Lenkrad. Okay? Also ich meine, du kannst jetzt nicht erwarten, dass du hier Top-of-the-Line-Stuff kaufst. Ne? Es ist mit Kunstleder. Ich finde persönlich, es ist groß genug. Es ist wirklich griffig. Es ist für große Hände auch sehr schön. Hier drinnen die Nähte an den Daumen, wenn du richtig mit den Daumen so reingehst und die reinlegst, tut ein bisschen weh. Muss man mal gucken, ob man dann eventuell auch so fährt. Es gibt ja auch Menschen, die legen die Daumen einfach hier auf. Ist ja auch valide. Ich mache das bei meinem Lenkrad auch. Aber hier bei runden Lenkrädern greife ich immer rein und das tut ein bisschen weh. Aber vielleicht habe ich auch einfach nur sensible Pfötchen. Bei den Shiftern, tippitoppi hier. Sind sehr einfach. Ja, also ist jetzt nicht so, als hättest du da die krassesten Shifter dran. Aber sie haben A, erstmal einen schönen Klang. Sie gehen super gut. Und es schaltet sich einfach prima. In der Mitte hast du die ganzen. In der Mitte hast du natürlich die ganzen Knöpfe auch für die Konsole. Ne? Du kannst das Gerät ja auch an der Konsole bedienen. Ist ein Plastikbomber. Ne? Also hier ist jetzt nicht irgendwie groß was richtig krasses dran. Aber ich bin ganz ehrlich, für den Preis, für den du dieses Bundle aktuell kaufen kannst, bin ich davon wirklich überzeugt. Das ist für mich auch eine schöne Geschichte, da du nicht mehr in den alten Riemenantrieb musst oder Zahnräder wie bei Logitech oder Thrustmaster. Nö, du hast gleich eine Idee. Und so aus der Box raus hatte ich wirklich gar keine Probleme. Nix. Gar nichts. Installieren, wunderbar. Wie gesagt, bis auf die eine Kleinigkeit mit der Sprache am Anfang. Ansonsten klatscht das Ding auf den Boden, machst sie halt an den Tisch ran. Was mich auch total begeistert hat, die Tischhalterung ist eine 10 von 10. Also selbst auf dem höchsten Force Feedback, was du dir einstellen kannst, das habe ich auch probiert, passiert an deinem Tisch gar nichts. Also du hast auch nicht die ganze Zeit, dass dein Tisch irgendwie am Wackeln oder Vibrieren ist. Tadellos das Ding. Und so muss ich ganz ehrlich sagen, ist das, wenn man die extra Groschen in der Tasche hat, kannst du dir das Bundle wirklich einfach kaufen und damit anfangen. Und es funktioniert wunderbar am Tisch. Das hier werde ich euch unten auch mit verlinken. Dankeschön an der Stelle nochmal an Lieutenant Bär, der mir das empfohlen hat. Und dann hoffe ich, hast du Spaß am Schreibtisch mit Simracing. Abschließend würde ich dich bitten, mir mal Feedback zu hinterlassen. Ob du denn schon Interesse hast an der DD, ob du mit einer DD einsteigen möchtest oder ob du auch umsteigen möchtest und ob du Bock auf dieses Bundle hast, um das mal auszuprobieren, beziehungsweise damit fahren zu wollen.
Und dann schreibst du mir noch einen flotten Kommentar rein oder auch einen bösen Kommentar oder generell einfach eine Interaktion mit diesem Stream. Und darüber würde ich mich sehr freuen. Auch ein Däumchen ist gerne gesehen. Lässt du noch ein Abo da, machst die Glocke an und ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Vielen Dank, dass du zugesehen hast. Bis dann. Tschüss.